Monatsende, die Brand Nudes Box, Good Nudes Box ist da. Also 1 Euro mehr, ein Artikel extra für Kinder, Schulmahlzeit oder ähnliches. Ja, und dann schauen wir direkt mal rein. War relativ schwer, gerade vom Paketboten bekommen. Wie immer die Übersicht, was ist drin. Ich sehe schon die ersten Sachen schon nicht neu. Beauty Sweets, also vegane mit Coenzym Q10, Aloe Vera, Biotin. Ja, lediglich die Form Schmetterlinge ist neu. Auch das nichts wirklich Neues. Lion Wild Crush, Schoko Karamell. Dann haben wir etwas Neues. Schokolade. Frei mit 31% Kakao, beides, aber einmal Milk Crunch, einmal Dark Crunch. Komisch. 85 Gramm Tafel. Ja, ob 85 oder 100, lasse ich eh auf einmal auf. Dann auch wieder doppelt Capri-Sonne. Bubbles. Einmal, beides mit Vitamin C, einmal Orange, einmal Lemon, also Zitrone. Streuselspaß vom Arzt, von Dr. Oetker. Ja, Bio, vegan steht nicht drauf. Ja. Dann haben wir Doritos Pizza Salami. Da könnte man noch mal eine Käsesoße selber machen. Habe ich letzte Woche gemacht. Da waren auch irgendwo mal Nachos drin. Auch das ist nicht neu. Nutella Biscuits. Obwohl neu draufsteht. Ach so, die haben jetzt doppelt Keks auch oben. Die anderen haben unten keinen, haben unten den Keks und in der Mitte die Schoko. Dann ist der offen. Also hier ist dann nochmal Keks oben reingesetzt. Ja, wird auch nicht anders schmecken. Dann haben wir von Köln ein Müsli. 18,20. Bio-Vollkornmüsli, Frucht und Nuss ohne Zuckerzusatz. Anbau in Deutschland. Hafer, Roggen, Dinkel und Gerste aus ökologischem Anbau in Deutschland. Ja, lecker. Ab und zu esse ich mal Müsli, ich frühstück ja nicht. Nafrutis. Softe Fruchtbällchen mit Crunch. Für im Auto. Dann das erste Fläschchen. Schweppes White Peach. Das ist allerdings neu. Weißer Pfirsich. Das war mal so ein Ingetränk aus Frankreich. So rosafarben aus Saint-Tropez. War auch mit Pfirsichgeschmack. Da bin ich jetzt echt mal gespannt. Dann das nächste Fläschchen. Mumm und Co. Rosé 3. Jahrgangssekt. Ja, bin nicht so der Sekttyp. Heller, von Grund auf frisch, ohne Zucker, ohne Süßungsmittel. Strawberry, also Erdbeer, scheint neu zu sein. Ich finde ja Wasser mit Geschmack deutlich besser, ist nicht so langweilig. Dann haben wir Krombacher Naturradler. Mit Naturradler. Naturtrüben Zitronensaft. Ich denke, das ist dann neu dann dran, weil Radler, Krombacher ist nichts Neues. Was haben wir hier für eine Dose? Toskana, tomatenstückig mit Basilikum. Auch da immer mein Tipp, darauf achten, dass die Tomaten aus Italien kommen und nicht nur in Italien gehackt werden und abgefüllt, sonst hast du nämlich auf einmal chinesische Tomaten drin. So, und dann haben wir von Harry ein Rauchmehl-Baguette. Rauchmehl, nicht Rauchmehl. Ja, habe ich noch nie verarbeitet, Rauchmehl. Wird aber so in dieser Bio-Schiene des Öfteren verwendet. Ja, das war's. Wie viel haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Artikel.
Da denke ich mal, da werden wir deutlich über 20 Euro sein. Aber den genauen Wert muss ich erst ausrechnen. Ich habe die Box ja gerade erst aufgemacht und den stelle ich euch in die Kommentare. Der Zusatzartikel ist der Schöppes. Schöppes Peach. Das ist der Zusatzartikel, der nur in der Gutbox ist. Dann ist ja nicht mehr lange. Monatsanfang kommen ja schon die nächsten Boxen. Ich denke mal durch den Feiertag, ja, spätestens in 2 Wochen, nächstes Video. Abonnieren und das Plus wegmachen, oder wie das heißt. Einen schönen Tag noch.